Ja, moin Leute, euer Trace hier. Wieder mit Iron Brad. Diesmal spielen wir den Garten. Ich habe eben gerade schon angespielt und gemerkt, okay, die Aufnahme wurde viel zu lang. Gott, eine halbe Stunde Aufnahme mit jeglichen Unterbrechungen. Oh Gott, das ging gar nicht. Gut, ich habe immer noch keine Ahnung, was ich da machen muss. Ich bin nicht weit gekommen, ich verstehe es einfach nicht. Ich weiß absolut nicht, wie kann ich Toast werden? Ich weiß nicht mal, wie ich mich da richtig fortbewegen kann. Dieses Spiel, wirklich. Naja, diese komischen Toasts, die sich selbst bewegen können, das ist doch dämlich. Ja, ihr seht hier schon wieder diese super Dose. Und ich weiß immer noch nicht ganz, wie man sich richtig zu bewegen hat. Aber egal. Ja. Ich versuche jetzt hier mal so ein bisschen rüber. Oder auch nicht. Nein! Da wollte ich jetzt nicht lang. Kann ich das nicht noch umgekehrt machen? So ein bisschen die Eimer auseinander. Und möglichst ohne diese Dose da zu treffen. Nicht die Dose. Mäh, jetzt fahr los. Andere Seite. Da kann ich die nicht umkippen. Dämlich. Jetzt mache ich mir das alles mal viel schwieriger als es ist. Ja. Kipp um. Ja. Na bitte, endlich sind ich und meine Brüder umgekippt. Oder mein Bruder, oder mein Vater, oder was auch immer, ein ganzes Leib groß sein hat. Auf jeden Fall muss man ja verwandt sein. Was mache ich hier eigentlich gerade? Auf jeden Fall nicht sehr produktiv sein, würde ich jetzt vermuten. Sterben, würde ich sagen. Naja, nicht ganz sterben, aber ich bin runtergefallen und habe es gerade so überlebt. Und das ist ja fürs Rating nie gut. Gut, dass ich ohne Rating spiele, beziehungsweise mir das total egal ist. Hauptsache, ich komme hier durch. Und, naja. Jetzt da hoch, ne? Nein! Boah. Geht ja noch. Immer viel Geduld und Ausdauer. Geht das doch so. Jetzt einfach nur noch da hoch, ne?
Kann ich mich hier kurz ausruhen? Sieht nicht danach aus. Sieht nach tot aus. Na, sieht. Es geht auch einfacher, glaube ich. Ja, irgendwie muss ich mich da doch ausruhen können oder so. Wenn ich da hoch will. Ich könnte auch oben entlang. Das wäre, glaube ich, die bessere Methode. So, jetzt wieder von der anderen Seite und dann sagen, kipp um. Weil dann bin ich glücklich, dann habe ich es leichter. Du um. Das ist doch dämlich. Eben klappte das total. Und jetzt gar nicht. Geht er jetzt zumindest näher ran? Mülltonne, kipp um. Auch nicht mehr so ganz, wie ich es eben sollte. So, jetzt? Nee. Auch so nicht. Ich bin planlos. Weiß ich nicht. Ich könnte versuchen, hier jetzt einfach so runter zu springen und dann. Vielleicht so. Kann ich nicht irgendwie mehr Gewicht aufbauen? Ich bin ein Toast, ich müsste doch fett sein. Ah ja, so geht's auch. Ja, jetzt hat ein Höhe, ne? Funktioniert, glaube ich, ein Ticken besser. Ja. Ich bin auch ein Idiot. So, immerhin das. Gut. Also eigentlich müsste ich hier doch so ich immer entlang hangeln können. Dass ich mich immer so ausruhen kann. Andererseits könnte ich das auch so machen. Vielleicht immer so ein bisschen besser funktionieren würde. Ausruhen. Das ist ein brotlimitiertes Greifen hat, wenn es überhaupt schon greifen kann. Das ist doch dämlich. Genau wie das ganze Spiel. Was hat mir Kitty Just da wieder angetan?
gut. Irgendwie komme ich hier noch durch. Ich bin auch echt ein bisschen sehr vorsichtig momentan. Jetzt halt da hoch. Nein, ich will nicht wissen, was passiert, wenn ich da in die Kletter falle. Bestimmt bin ich dann direkt tot. Ähnlich wie beim Boden. Ich auch irgendwie direkt sterbe. Ja, sehr schlau von mir. Wie komme ich auf diese dämliche Idee, da loszulassen? Nee. Einfach so, nein. Naja, eben war ich da auch schneller vorbei. Ah. Ich krieg das diesmal hin. Ich hoffe. Langsam. Ho. Und jetzt heißt das... Nein! Sterben. Nein. Ich stelle mich auch so an. Sofort schon tot. Super. Drei Sekunden Regel. Nicht mal. Eine Sekunde ist man, glaube ich, nur am Leben, wenn man dann darunter fällt. Ah, ist das sehr gesund, hier dran zu hängen? Ich weiß nicht. Oh, hier ist gar keine unsichtbare Mauer, wie ich dachte. Sah eben immer so aus. So. Kameraführung. Zaun entlang klettern. Weil, warum nicht? Wo würde ich mich aber gerne noch ausruhen. Na, die 1 will ich da eigentlich gar nicht haben. Soll ich mich hier wieder ausruhen? Wow, sehr gut gefallen. Gut. Ja, jetzt muss ich da halt hoch, ne? Ja. Meh. Ich will nicht die ganze Zeit hier an diesem blöden Zaun sterben. Ich meine, es gibt ja deutlich schwierigere Hindernisse in dem Spiel. Bin ich der Meinung. Zum Beispiel die Badewanne, die war schwer.
gut. Jetzt muss ich mich da umarmen. Sehr gut. Das war anstrengend. Immerhin bin ich jetzt mal deutlich weiter. Ich habe diesen doofen Zaun hinter mir. Jetzt kann ich mich mal bewegen, aber ich glaube, die Steinwände sind dreckig, oder? Nein. Kann ich mich auch dran haben. Das ist gut. Dann muss ich da oben rauf, ne? Und Rock Climbing. Kann man das ja nennen, ne? Obwohl, ich glaube nicht, dass ich das gerade jetzt schaffe. Ich falle hier lieber wieder runter. Sieht mir ein bisschen viel zu knapp aus. Ja, ich lasse mir da zu viel Zeit. Ich weiß, dass ich das theoretisch schaffen kann, aber... bisschen sehr unsicher. Eine Hälfte habe ich noch. Und jetzt muss ich mich da irgendwie gleich festhalten. So runter. So. Hui. Das ist doch schon mal was. Gut. Ja, hier ist ein Radio oder sowas. Das ist mir, glaube ich, nicht so wichtig. Ich meine, ein Radio kaputt machen mit Wasser vielleicht und dann ist das Ding, brennt das. Aber was anderes wird mir jetzt nicht einfallen. Und Wasser sehe ich jetzt auch nicht. Oder? Nee. Ja, doch. Aber... es ist auch sehr anstrengend. Jetzt... da dran. Aber immerhin... sieht man hier mal viel wieder an Wänden zu klettern. Auch wenn ich mich da ein bisschen wundere, dass diese Wände anscheinend genießbarer sind als die innen drin. Ach, zum Glück. Phew. Das sind Steine. Das ist doch schon mal was. Bestimmt muss ich da jetzt auch ins Auto rein und... ach nee, das ist ein Grill. Boah, geil. An den Grill habe ich gar nicht gedacht. Los. Verdammt. Das ist auch dämlich. Na gut. Dann grillen. Dann grill ich mich mal. Grillen ist geil. Ist ja gerade Sommersaison. Kann man eigentlich oft gut grillen. Vor allem... schönes Steak, geil. Aber dazu Toast? Ist nicht so meins.
Alternativ könnte ich ja anstatt hier an der Wand rumzuhangeln auch sagen, okay, ich fahre hier auf das Auto, aber nicht, dass es. Ja, das ist so dreckig. Da will ich eigentlich nicht drauf. Andererseits. Muss ich, glaube ich. Weil ich habe hier die Zeit lang keine einzige Pause. Müsste ich hier halt rauf. Allerdings könnte ich von da aus auf den Kasten. Ich weiß, dass das Auto dreckig ist, aber mit ein bisschen boah, Präzision beim Fallen klappt das sicher. Vielleicht. Los, Steine, geht da weg. Leider nichts gemacht. Ja, aber ich werde wahrscheinlich da jetzt gleich runterfallen müssen. Oh. Ich habe Angst. Oh. Es wird vielleicht funktionieren. Wenn ich ganz nah rangehe. Den Sprung nehme. Und Geronimo! Ja, geschafft. Lecker. Toast am Auto. Das Schild hatten wir doch schon mal gesehen. Genau wie die Kartons eigentlich, so ziemlich alles. Ja. Nein. Gut, das war's nicht. Also das war erstmal Let's Play Iron Brad für heute. Ich bin euer Trace und ciao.